Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und heute geht es um die Vegan Beauty Basket. Das ist dieses Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket ist eine Beauty Box. Wenn du sie abonnierst, musst du dir keine Gedanken machen, ob die Produkte, die in der Box drin sind, vegan und cruelty-free sind, denn das sind sie alle. Da hat die liebe Ina, das ist die Inhaberin und Gründerin und Mitbewirkerin der Box, wie soll man das sagen, ich weiß nicht, sie sucht ja auch die Produkte aus und so, sich halt wirklich ein tolles Konzept überlegt. Also wenn du wirklich sehr viel Wert darauf legst, wirklich clean Beauty-Produkte zu haben, zu verwenden und dich da nicht irgendwie drauf einlassen möchtest, dass du das nicht genau wissen kannst, aber trotzdem Bock drauf hast, dich alle paar Monate überraschen zu lassen, ist die Box auf jeden Fall eine coole Nummer für dich. Genau. Die Vegan Beauty Basket ist eine Box, die nicht jeden Monat erscheint, sondern sie erscheint, ich glaube, alle 2 oder 3 Monate. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube, alle 2 Monate erscheint sie. Ja, sie erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,99 € pro Box und sie beinhaltet Beauty-Produkte, sowohl Pflege als auch Wellness, als auch dekorative Kosmetik. Und was hier auch nochmal so ein bisschen dieses Add-on ist, du bekommst, bevor die Box versendet wird, eine E-Mail, denn jedes Mal kannst du dir ein Produkt aussuchen. Sei es, dass es ein dekoratives Kosmetikprodukt ist, wie Nagellack, Lippenprodukt, Augenbrauenprodukt, Foundation oder, wo du die Farbe wählen kannst, oder bei einem Pflegeprodukt, dass du die entsprechende Pflegewirkung wählen kannst, bei einem Shampoo zum Beispiel. Ne? Hast du koloriertes Haar, hast du feines Haar, hast du was auch immer Haar, und das finde ich eine ganz feine Geschichte, weil da kannst du dann auch individuell wählen, damit du auch wirklich das Produkt bekommst, was du möchtest und dir nicht das passiert, was bei anderen Boxen passiert. Du guckst ins Heftchen und siehst, oh mein Gott, es hätte ja noch 5 andere Farben gegeben und die hätte ich alle viel lieber gehabt. Ne? Deswegen ist es eine ganz coole Geschichte. Und ja, ich habe nicht nur einen Gutscheincode, weil es eine Kooperation ist, der Claudi5 heißt. Da bekommst du 5% auf deine erste Box. Sondern ich habe auch die Möglichkeit, in diesem Video eine Box an einen von euch zu verlosen. Denn die liebe Ina hat mir geschrieben, dass sie eine Box zur Seite gelegt hat, damit ich sie verlosen kann. Das finde ich total cool. Also alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in die Box, lassen uns inspirieren, was im Januar und Februar uns auf der veganen Beauty-Weltreise begleitet. Wir haben hier die Vegan World mit drin. Das ist eine Zeitschrift, die auch jedes Mal mit dabei ist. Da stehen halt coole Geschichten, also nicht coole Geschichten drin, da stehen sehr interessante Beiträge drin, und die steht bei uns auch immer im Badezimmer, neben, also im Magazinständer, ne, da, wenn man da mal etwas länger Zeit verbringt und so. Ja, was ist denn hier mal so ein, wo ich mal kurz reinblättern kann und euch das mal sagen kann? Alles im Fluss, Bolsener Mühle. Dass ein Großstadtmensch wie unsere Autorin plötzlich Lust aufs Landleben bekommt, muss schon einen besonderen Grund haben. Sie hat sich eingehend mit der Bolsener Mühle beschäftigt, die in der Lüneburger Heide eine wichtige Institution ist. Und das nicht nur als Arbeitgeberin. So, das einfach nur mal so als kleiner Einblick, ne? Genau, was da so drin ist in diesem Heftchen. So, ich rede schon 4 Minuten und habe noch nichts in die Kamera gehalten. Die Vegan Beauty Basket kommt auch immer in einem speziellen Design, was ich ziemlich cool finde. Wir haben es ein bisschen flacher, dafür aber ein bisschen größer. Und es ist matt schwarz. Wir haben immer hier den Sticker von der Vegan Beauty Basket drauf. Finde ich extrem cool. Also es ist ein schönes Boxendesign, was halt auch einen Wiedererkennungswert hat. Dann haben wir hier den Deckel. Und richtig hübsch ist immer, wie die Ina die Produkte verpackt. Ne? Das ist halt immer so liebevoll, wie so ein kleines Geschenk, was hier so drin ist. Und hier kommt zuallererst ein Kärtchen raus. Da sind 2 Katzen, die sie gemalt hat. Das malt sie auch tatsächlich selber. Die wohl gerade eine kleine Tea Time haben. Und hier steht hinten drauf, viel Freude mit deiner Box. Und ein Smiley von der lieben Ina. Ich finde es scharf, dass sie das selber malt. Ne? Also das, mich flasht das. Ich finde es cool. Ich habe hier auch eine leere Wand und die werde ich wahrscheinlich tapezieren mit ganz vielen Karten und so weiter. Also ich habe sehr viel Platz dafür. So, wir haben hier auch immer ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das ist die Produktkarte Januar. Genau. Ich mache das aber erstmal auf, dann gucken wir mal zusammen rein. Ein bestimmtes Motto haben wir nicht. Im Prinzip geht es immer darum, sich einfach selber so ein bisschen Zeit für sich und ja, natürliche Zeit für sich, sag ich mal, zu nehmen. Das riecht hier schon richtig. Es riecht immer sehr natürlich und frisch aus diesen Boxen,
raus. Und ja, hier haben wir den Blick in die Box und wir sehen halt wirklich direkt auf den ersten Blick sehr ansprechende Produkte, die einen jetzt nicht vom Packaging so anschreien, sondern sehr interessant aussehen. Und das sind irgendwie gefühlt alles Marken, bis auf zwei, ja, die ich noch nie irgendwo mal gesehen habe. So, dann würde ich einfach mal das Heftchen mir daneben legen, weil da kann ich immer reingucken. Ach, guck mal, wir haben sogar 6 Produkte dieses Mal, sonst sind es immer 5 Produkte, ne? Ja. Schauen wir mal. Okay, wir haben als allererstes von Flawless Professional Vegan Beauty Relaxing Bath Salts Sweet Dreams Ylang Ylang Lavender und Tonkabohne. 100 ml sind hier enthalten. Das ist so ein richtig schönes Badesalz. Meine Herren, das seht, ich zeige euch das mal von der Seite. Das sieht so schön aus. Ich habe immer ein bisschen Angst tatsächlich, um ehrlich zu sein, bei Badesalzen. Also ich habe keine Badewanne, ich benutze sowas dann immer nur für die Füße. Ne? Da habe ich ein Fußbad, also eine Fußwanne und da mache ich meine Füße rein. Und dann kommt da ein bisschen Badezusatz mit bei und dann habe ich so eine Art Badewanne für meine Füße. Genau, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwelche Produkte mit Salz verwende, und dann irgendwo nur so einen kleinen Schnitt oder sowas habe, brennt das bei mir immer wie Feuer. Ich bin da sehr empfindlich und da muss ich aber mal gucken. Das hört sich so, so angenehm an. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das einfach mal so zur Beruhigung mache. Es hört sich fast schon nach Aromatherapie an, um ehrlich zu sein. Ich will mal kurz dran riechen. Boah, riecht das gut. Dieses Ylang Ylang macht dieses Ganze sehr cremig und sehr, sehr weiblich vom Duft. Riecht richtig gut. Auch Lavendel, ne? Oh, also das möchte ich safe mir in ein Fußbad geben. 5,50 Euro. Also du kriegst da schon sehr hochwertige Produkte drin. Ne? Das ist in die Box mit rein. Dann haben wir hier etwas von Svyn. Nein, Svyn. 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 Svyn? Ist es wie Sven? Nur Svyn? Svyn wahrscheinlich. Hyaluron Drops mit Hyal. Also Hyaluron. 15 ml sind in diesem kleinen Pipettenvieh enthalten. Und das wird bestimmt sowas wie ein Gesichtsserum sein. Mit Hyaluron kann ich immer gut gebrauchen, weil, Leute, ne, ich werde dieses Jahr 32, wir müssen gar nicht drüber reden. 20 Euro kostet das Fläschchen, krass. Die Hyaluron-Drops von Svyn sind ein Wirkstoffkonzentrat mit hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure, welches die Haut bis in die Tiefe durchfeuchtet und hautberuhigende Eigenschaften hat. Des Weiteren bindet Hyaluronsäure Wasser und verleiht der Haut Elastizität und Spannkraft. Die Drops können sowohl in die Lieblingscreme gemischt werden, als auch solo auf der Haut verwendet werden. Morgens und abends 2 bis 3 Tropfen in eine kleine Menge deiner Creme einrühren oder 1 bis 2 Tropfen pur auf dein Gesicht auftragen. Also das hört sich für mich tatsächlich auch so an wie die Produkte von Beauty Mates, genau, die ich gerade in Anwendung habe. Mhm. Mein Kopf und ich, wir sind gerade echt nicht befreundet. Ne? Das mische ich mir nämlich auch immer. Also dann nehme ich die Creme immer auf die Hand, dann mache ich mir immer was aus den Pipetten rein. Dann hast du quasi so eine Art Wirkstoffkosmetik, also dass du dir in deine Grundcreme genau die Wirkstoffe reinmischen kannst, die du aktuell brauchst und verwenden möchtest. Aktuell für mich Antifalten und Antipickel. Also irgendwie ist meine Haut sowohl alt als auch jung geblieben. Ich weiß nicht, was ich... Frag nicht. Das Leben ist hart und ungerecht. Aber das finde ich ganz nice und das, ne, wird auf jeden Fall dann auch genauso verwendet werden von mir. Nett. So, jetzt kommen wir mal zu dem Produkt, wo wir uns die Farbe aussuchen konnten. Und da habe ich hier von We Love Eco Lip Tint Nude. Genau, ich habe mir die Farbe Nude ausgesucht. Farbige Lippenpflege mit Bio Fair Trade Shea Butter. Doppelt so viel Inhalt, cruelty free, vegan, eco-friendly und so weiter und so fort. Das ist mal eine Verpackung, ne? Die schreit halt wirklich genau das raus, was die Vegan Beauty Basket verkörpert. Du hast kein Plastik, du hast kein... Du hast halt wirklich eine natürliche Geschichte. Du kannst halt hier oben hoch, upsala, hochdrücken mit der Fingerchen. Mit der Fingerchen, genau. Und hast dann hier deine Farbe. Und das ist halt eine, ja, ein Hint auf Tint, also quasi eine Lippenfarbe. Also du siehst da nicht wirklich viel von, aber genau das ist das, was ich im Alltag auch brauche. Also ich möchte gerne, dass meine Lippen so ein bisschen betont sind, ne? Ein bisschen farbiger aussehen, aber gleichzeitig halt so diese Pflegewirkung. Deswegen gefällt mir das. Doch, finde ich auch ganz witzig mit dieser Hochschiebegeschichte. Also mir macht sowas Freude, bin ich ehrlich. Ne? Das ist halt so ein bisschen back to the roots. Und deswegen, also fühlt sich auch sehr, sehr cremig, sehr, sehr angenehm an. Und riecht halt nur nach Shea Butter, also oder nach Wachs, wie auch immer man das nennen mag. Macht halt so ein... zarten Glow und das wird es halt auch auf die Lippen geben. Finde ich schön. Doch.
Wir haben hier immer noch drei Produkte und da habe ich zuallererst hier von Puro Bio ein Lip Scrub, also quasi ein Lippenpeeling. Finde ich ganz witzig, denn ich habe gerade erst noch eine Box ausgepackt, die Love Surprise Box, da hatte ich auch ein Lippenpeeling drin. Da habe ich auch dazu gesagt, das ist einfach super, super praktisch. Ich verwende immer mal wieder ein Lippenpeeling, wenn ich dran denke. Ich habe eins unter der Dusche stehen und es hilft mir wirklich. Es hilft mir, dass meine Lippen ein bisschen feiner aussehen, um das mal so zu sagen. Denn ich trage halt wirklich gerne Lippenprodukte. Also vor allem halt in meiner Freizeit, in meinem Alltag und so. Auf der Arbeit ist es immer ein bisschen schwieriger, weil ich da halt irgendwie zum einen, ich packe mir ständig irgendwo hin und wenn ich mich dann groß mit so einem Lippenstift wie jetzt schminken würde, den hätte ich irgendwann im ganzen Gesicht verschmiert, glaubt mir Leute. Und mein Bildschirm wäre wahrscheinlich auch voll damit. Aber ich trage zu Hause dann gerne einen Lippenstift. Und dann macht es Sinn, sich die Lippen zu peelen. Und hier ist halt wieder ja, so ein Rausdrückvieh. Das kennt man auch so. Dass man da einfach das Produkt dann also so über die Lippen führt. Ich gebe mir das gerne einfach auf den Finger und dann gehe ich damit über die Lippen. Und ich weiß gar nicht, ist es ein Zuckerpeeling oder so? Oder womit ist das? Das ist auch immer die Frage, finde ich. Das Lip Scrub von Puro Bio Cosmetics ist ein effektives Lippenpeeling, das abgestorbene Hautschüppchen entfernt und die Zellerneuerung anregt. Seinen wirkstoffvollen Peeling-Effekt verdankt das Produkt zartem Aprikosengranulat in Kombination mit Bio-Kakao und Shea-Butter. Das ist cool, muss ich wirklich sagen. So werden die Lippen gleichzeitig mit Feuchtigkeit versorgt und optimal gepflegt. Ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn man halt wirklich dieses Aprikosengranulat hat und nicht dieses Zucker- und Salz-Peeling, weil Zucker und Salz von der Oberfläche her, von den einzelnen Peelingpartikeln, scharfkantiger sind und somit die Haut makromäßig ein ganz kleines bisschen verletzen können. Und wenn das halt mit so einem Aprikosengranulat ist, ist es eigentlich sogar noch besser. Also nice. Das gefällt mir. Das ist schon das vierte Produkt und zwei haben wir noch. Da habe ich einmal Studio Botanic Augencreme, Eye Cream. Die ist bestimmt super teuer, weil von Studio Botanic hatte ich schon mal was drin, so ein Serum. Sackenteuer, 15 ml. Regenerierende Augenpflege, Augenpartiepflege. Augenpartiepflege ist auch wichtig übrigens. Feuchtigkeit spendend und hautglättend. Warum ist das wichtig mit der Hautpartiepflege? Das sagt, dass du das halt nicht nur unter deinen Augen verwenden kannst, die Augencreme, sprich hier, sondern auch auf dem Auge und wirklich komplett ums Auge drumherum. Ne? Also ich kann sowas immer sehr gut gebrauchen, deswegen gefällt mir das. Das finde ich echt nett. Mit Hagebuttenöl, schön. Granatapfelöl, Gurkenextrakt. Ja, und das ist halt bei Studio Botanic immer so, dass die halt sehr interessant verpackt aussehen. Guck mal, Sammy streckt sich. Ist ja gerade wach geworden. Ach, guck an. Auf jeden Fall hast du bei Studio Botanic immer eine sehr, sehr schlichte Verpackung, aber das Produkt an sich super hochwertig. Ich mache das jetzt bewusst nicht auf, weil das ist nach Öffnen immer nur eine ganz bestimmte Zeit verwendbar. 6 Monate steht hier auch drauf, genau. Das macht auf jeden Fall dann Sinn, das erstmal verschlossen zu lassen. 30 Euro, Leute, ne? Denk mal drüber nach, ist echt krass. Finde ich mega geil und wenn man bedenkt, dass man für die Box ab 23,99 bezahlt, hast du die Augencreme schon über dem Boxenpreis, sage ich mal, plus alles andere für Umme. Das ist immer so die Geschichte, weswegen ich Beautyboxen halt empfehle, wenn man halt Bock drauf hat, mal Neues auszuprobieren, neue Marken, neue Texturen, neue Gerüche und so, ne? Dann habe ich hier noch etwas von The Salt Parlour. Da hatte ich auch schon mal ein Bodypeeling von denen mit drin. Rose and Shea Calm. Das ist ein Salt and Sulfur Scrub, the Mini Tin. Okay, ah, das ist, da muss ich vorsichtig sein, muss ich gestehen, weil das halt ein Salzpeeling ist. Ich hatte letztens ein Salzpeeling verwendet. Ei, also ich hatte mich vorher rasiert und es war ein Fehler, sich vorher zu rasieren. Also das war der Moment, wo ich gecheckt habe, weswegen Leute immer sagen, man sollte sich erst peelen und dann rasieren. Ich habe mir gedacht, hey, warum? Ne? Macht doch gar keinen Sinn, dann bleibt doch alles an den Härchen wie auch immer kleben. Nee, wenn du dich rasierst, dann nimmst du ja auch immer einen Teil von deiner Hautoberfläche ab und dann hast du eine sehr empfindliche Haut. Vor allem an ganz bestimmten Partien deines Körpers. Aua. Okay, weil ich meine, dass ich das schon mal in dieser Box auch mit drin hatte und da hatte ich auch einen Löffel mit dabei. Ist aber nicht schlimm, dann müsste ich den Löffel ja noch haben. Weil ich erinnere mich, dass ich meinem Freund das gegeben habe, dass er es öffnen sollte. Und er hat es komplett über unseren Wohnzimmerfußboden verteilt. Ne, Sammy, erinnerst du dich noch? Es war witzig. So, ich habe es jetzt mal ganz vorsichtig geöffnet, weil es ist ein ganz, ganz loses Produkt. Ich meine, dass ich das mit Kaffee hatte. Ja, da muss man wirklich vorsichtig sein, ne? Das kann man nicht einfach so... Da muss man vorsichtig sein.
Riecht aber sehr angenehm. Boah, sehr blumig. Das gefällt mir. So, der Akku ist gewechselt und der ist echt warm. Ich habe heute ganz schön viel gedreht. Ihr Lieben, das war jetzt die Vegan Beauty Basket von Januar und Februar. Und ich fand die wirklich toll. Du hast, also ich mag die Vegan Beauty Basket sowieso sehr, sehr gerne, weil die einfach von ihrem Vibe so charmant ist. Das gefällt mir einfach. Ich mag Ina, ich mag, dass sie die Produkte so liebevoll auswählt. Ich mag einfach dieses Ganze drumherum und die Konstellation von der Box. Ich mag es, dass wir hier sowohl erschwingliche Produkte haben, also die quasi vom Wert her erschwinglich sind, als auch Produkte, die sehr, sehr hochwertig sind und somit dann halt auch einfach mal so ein besonderes Extra geben, wie zum Beispiel die Augencreme, wo man sich denkt, wow, jetzt habe ich hier ein super hochwertiges Produkt, was ich verwenden kann. Aber dann halt wirklich nicht unbedingt sich das nachkaufen wird, weil es einfach 30 Euro kostet für 15 Milliliter, ne? Deswegen, und auch hier der Inhalt der Box ist sehr ausgewogen ausgewählt, meiner Meinung nach. Wir haben so ein Hauch dekorative Kosmetik durch diesen Lip Tint. Wir haben Pflege mit dabei, Körperpflege, Gesichtspflege, alles wundervoll. Und deswegen, also ich mag die Box. Ich finde, das sind auch Produkte, die man durchaus dann in den 2 Monaten aufbrauchen kann. Und deswegen, also von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der sich darüber Gedanken macht, dass die Produkte, die man verwendet, vegan und tierversuchsfrei sein sollen. Da ist diese Abo-Box auf jeden Fall eine schöne Variante. Es ist ein schöner Service, es ist alles zuverlässig und alles sehr ohne dieses ganze Klimbim drumherum und ne, halt wirklich auf den Punkt, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten, die ihr hier gerade gesehen habt, unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Und denkt an die Verlosung, denkt an den Gutscheincode, denkt dran, gesund zu bleiben. Das wäre nämlich auch eine ganz wichtige Kiste, Leute, gerade in der aktuellen Zeit. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!